So, meine Freunde, dann wollen wir mal loslegen. Beiz de Wunderino. Wie ihr sich oben sehen könnt, habe ich jetzt 100 Euro. Ich habe nur 10 Euro eingezahlt, habe durch Bonus, bla und mit 50 spielen und habe mich aber hochgespielt auf 100 Euro. Jetzt machen wir erstmal weiter. So. Jemanden sagen, dass das Stream läuft. Lass mich aber kurz ein extra Fenster aufmachen. Moment, zack, zack. Das brauche ich für meinen Stream. Wo ist das Mist? Da ist der Mist. So. So, dann wollen wir mal kurz einrichten. Moment, geht da los. Ich sorge für die Einrichtung. Ich muss aber kurz so machen. Ja, hier Bonus, bla, ist mir egal. Twitch ist mir egal. Richtig. Aber so machen. Ja, jetzt ist es besser. Ich muss kurz hier einrichten. Das dauert ein bisschen. Entschuldigung. Entschuldigung für die kleine Verzögerung. So. Okay, so ist gut. Okay. Dann wollen wir mal. Wollen wir also mal eine Runde gambeln. Warte. Bitte nur. Ach, egal. Okay, so. Dann muss ich kurz den Sound leiser stellen. Mein Kumpel guckt zu, aber kommuniziert bei mir nur über WhatsApp. Und deswegen mache ich mal den Ton von WhatsApp aus, damit ich schon mal in Ruhe habe. So, okay, wir wollen mal. Los geht's, los geht's. Okay, wir haben 100 Euro. Wir müssen Umsatzbedingungen machen. So. Da ist der Regler. So, dahin bin ich gekommen. Dahin muss ich gehen. So, bei diesem Drecksgame. Mach ich mal so, dass ich einen Text lese. Fuck, jetzt muss ich den, baue ich den jetzt mal hin. Ah, ich baue den mal hin. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Lasst uns loslegen. Top 20 gewinnt einen Preis. Heutige Turnier. Der größte Gewinnmultiplikator. Alles klar. Ich werde jetzt angestupst, aber ist mir egal. Das muss ich kurz schließen. Immer, wenn ich streame, wollen 80 Milliarden Leute was von mir. Mal gucken, was da Pöllisch will. Achtung, wir holen uns jetzt ein Pöllisch rein. Sound resume. Warum kann sie vorhin das nicht anzeigen, den Ja, bitte. Mods? Ja, bitte. Fox, sagt Overwatch? Nein, ich werde es woanders verlieren. Ach so, okay, dann gucken wir dir natürlich gerne zu. Kannst du gerne tun bei Twitch. Viel Spaß. Worin verlieren? Sound muted. So, okay, und weiter geht's. So, Geld verlieren, sagt der Dealer. So, dann wollen wir mal. Wir wollen jetzt mal gucken. Was spielen wir mal Feines? Weißt du, wir müssen das Spiel auch mal ausprobieren. Automaten, bitte. So, spielen wir mal erstmal. Was spielen wir jetzt mal am dürfsten? Ich spiele erstmal kurz einen Klassiker, den jeder kennt, so zumindest jeder bekannt sein dürfte. Ich spiele erstmal Book of Dead. So. Bitte nicht mal bei Nachrichten, ich verstehe, hier fick dich, ja, dann 5 € Drehlimit, ja. Bei der Umsatzbedingung, ich darf pro Linie nicht mehr als 5 € setzen, glaube ich. Und ja. Bonusstatus 20%. So. Boni und Belohnung. Kurz anklicken, kurz gucken. Ja, bla bla. Bla bla bla. Bonusbedingungen. Nee, das ist aktiv, das wollen wir nicht. Bonusbedingungen, da haben wir sie. So. Erste Einzahlung, bla bla bla. Bla bla bla. Haben wir. Bla bla bla. Kurz gucken. Bla bla bla. Gürtel, allgemeine Bonus. Irgendwo steht es drin. Genau, pro Dreh und 50 Cent pro Einsatzlinie. Also 50 Cent pro Einsatzlinie werde ich nie machen. Weil das wären 2,50 € pro Dreh bei 5 Linien oder 5 € bei 10 Linien. Das werde ich niemals machen. Ich darf auch nicht doppeln, glaube ich. Also nicht verdoppeln. Das darf ich schließen. Okay, dann wollen wir mal. Das Spiel lädt nicht, ja, weil ich hier alles auf gültig schalten muss bei mir hier. Ja. Aktualisierung. Okay. Dieses Spiel ist außerhalb der maltesischen Gerichtsbarkeit lizenziert. Ist mir doch egal. Alles klar. Nochmal bitte. Das Geld geht nicht verloren, wenn das Spiel nicht lädt, also alles gut. So, jetzt lädt das Spiel. Die Gegenstelle ist sehr schwach. Ich lag gerade mal mit 500 Kilobyte. Lad schneller, du Arschloch! Bitte beachten Sie zudem, dass dieser Stream für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet ist. Sollten Sie zuschauen, dann auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung, wenn Sie anfangen zu gamblen oder Ihren Eltern das Geld aus der Tasche klauen.
darf den Sound nicht leiser stellen. Ich muss ihn also manuell leiser stellen. Der Sound etwas zu laut. Oh, so müsste es, glaube ich, gehen. Okay, wir vergrößern mal, dass man ein bisschen mehr sieht von dem Drecksautomaten. So, okay. Wir nehmen fünf Linien, klassisches Book of Ra. Erstmal kurz mit... Moment. Oder? Das war falsch. Münze hoch. Linien hoch. Münzen runter. Warte das jetzt, warte mal, da gab es auch Linien, Münzen hoch. Da habe ich gerade was durcheinander gebracht. Moment, haben wir gleich. Ah, ich darf nicht mit weniger spielen. Ich verstehe. Gut, dann muss man es so lassen. Da kriege ich den 5er Kröpfe jetzt nicht weg. Ah, da Münzwert. Das ist amerikanisches Design. Normalerweise hat man ein Einzahlding. Jetzt ist es richtig. Jetzt mal kurz den 5 Cent Kröpfe loswerden. So. Okay, dann wollen wir mal. Münze 2. Ich spiele mit 10 Cent, weil es ein freispielbasierendes Spiel ist. Machen wir 100 Drehs, das sind etwa 10 Euro. Wertigkeit von 10 Euro. Wollen wir mal schauen, ob die Bücher kommen. Das ist normal, das ist das klassische Book of Ra. Was immer ein Dolce Vita ist, ich weiß nicht, was das ist. So, dann wollen wir mal gamblen. Für einige ist es halt natürlich sehr langweilig zu sein, weil es beim Drehen zu schauen und beim Gewinn zu hoffen. Für andere ist das aber das Aphrodisiakum, ja, wo sich einige einkeulen, ja, wo die Hand schnell unter der Hose verschwindet, wenn drei Bücher kommen, ja. Ja. Schauen wir mal nach, wir müssen was bekommen. Ich kann die Slots schneller drehen lassen. Soll ich den Slot schneller drehen lassen? Eventuell schneller zu einem Ergebnis zu kommen. Drückt die 1, wenn ja, hängt euch auf für die Nein. Ich kenne keinen Drachenblut. Es ist nur zum Gamble da. Aber das sind nur das Gamble zu schauen. Außerdem sieht man meine Hackschnauze nicht. Das ist auch besser so. Weil sonst kommt vielleicht hier der Verfassungsschutz und sperrt mich vielleicht ein. 80 Cent. Sehr gut. Ich beschleunige mal die Sache. Haben wir die Pizza aktiviert? Und es läuft auch sehr smooth. Ich habe das vorher bei meinem Kumpel am Nachmittag gespielt. Und da ist die Performance nicht so hoch. Weil da werkelt der Aschenbecher dort. Der Aschenbecher dort leistet noch gute Dienste. Da waren fast drei Bücher. Ja, unser Pillisch, der hier sich mit dem Chat angeschlossen hat, der weiß um den Aschenbecher Bescheid. Lecker. Oh, zwei Bücher. Das waren drei Buben. Die vier Buben. Das andere Wort mit dem J darf ich ja nicht sagen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr brutal. Wieder nur zwei. Nur acht Zuschauer, ey. Mein Gott. Oh. So. Jetzt passiert Folgendes. Ja, genau. Manchmal kann es passieren. So. Eine Frage für den, meine Frage für die anderen Leute, das Team läuft bei euch normal durch, also ihr habt keine Aussetzer oder sonstiges? Also bei euch gibt es keine Aussetzer? Weil ja jemand berichtet von einem Aussetzer. Wir haben Bücher, meine Freunde. Wir haben Bücher. Oh, schlechtes Symbol. Mal gucken, was geht. Zwei reichen nicht aus, wir brauchen drei.
ganz schlechtes Ergebnis. Momentan. €1,40 momentan, das ist nicht viel im Verhältnis. Oh, kriegen wir Verlängerung! Oh, 4 Bücher sogar. 4 Bücher kriegen 2 Euro und wir kriegen eine Spielverlängerung. Sehr gut. Ja, das ist im praktisch gesehen ist das echt Geld, ja. Thomas, wenn es bei dir hängt, Opera versuchen. Oder Firefox. Heute denn die Leitung ist nicht stark genug. Mal gucken, was hängt da mit dir. Bei den anderen funktioniert es ja. Und keine Verlängerung. Von 20 Freispielen haben wir weg. 5,10 €. Kommt mich gut zur Umsatzbedingung. Leider keine 14, nur 3 hier. Vollbild ergibt hier 5 Euro. Ne, 10 Euro, Entschuldigung. Hier nur 3, das ist schade. 3 Dresden haben wir doch, meine Freunde, wir sind gut im Plus. Und das letzte Spiel. Ja. 5 Euro vorne ist okay. Wenn ihr wünscht, dass ein anderes Spiel gespielt werden soll, sagt Bescheid. Wir haben 80 Werten Spiele zur Verfügung. Einige sind gut, einige sind scheiße. Faktisch gesehen ist es echt Geld, ja. Aber sozusagen noch nicht zur Verfügung, da wir Umsatzbedingungen haben. Weil die umgesetzt sind, steht das Geld freilich frei zur Verfügung. Sowohl zum Weitergambeln als auch zur Auszahlung. Aus Sicherheitsgründen stecken sie immer die kleinen suchtgefährdeten Kinder immer gleich weg, damit sie das nicht sehen und dann. Was Kreditkarte nur dann. Ich werde das Spiel auch nur bis 5 Euro spielen. Und dann nochmal ein anderes Spiel generell probieren. Das wir unten haben, der Geldstand. Der Typ hat am meisten Wert. Der Team hat nur Berichte von Rucklern. Haben die anderen Zuschauer ebenfalls auch Ruckelitis oder ruckelt es das Video bei den anderen? Das wäre mal gut zu wissen. Ah, okay, deiner hat keine Ruckler. Der Team hat eine 200 Mbit-Leitung, das ist die generell nicht an der Leitung. Also ich weiß nicht, was da los ist. Billisch hat auch keine Ruckler. Billisch hat LTE-Technik. Einen ruckelt's auch nicht. Geht über den Chrome rein, glaube ich, der Mr. Billisch. Ich weiß nicht, was der Xrox da reingeht, weiß ich nicht. Über welchen Browser er reingeht. Also auch kein Ruckler. Also das Video läuft also. Das heißt, Datenrate oder Browser, einfach den beiden. Also es liegt nicht an dem Stream an sich, der lädt hoch. Sehr gut. Dann passt das. Oder mal eine Handy-App Twitch runterladen, vielleicht geht das da irgendwie als proprietäres. Ah! Ist das denn. Ah, hab's schon verlinkt bei dir. Okay. Google Chrome bei Pelusch. Im Browser. Thomas, guckst du über den Aschenbecher? Wenn ja, wechsel mal vielleicht auf deinen anderen PC. Vielleicht ist irgendwas da. Weiß ich nicht.
Noch 9 Spiele, meine Freunde, haben wir das mal gewechselt. Dann wechseln wir mal zu einem sehr angenehmen Slot, den ich euch zeigen möchte. Da muss man Käfer kriegen. Auch sehr schönes Spielprinzip. Und da kann man unter der Slot auch sehr stark explodieren. Also sehr viel geben. Fachgambler sagt dazu, der Automat kotzt. Wenn das hier mal anhalten. Wir werden jetzt mal 2 Drehs, 5 Drehs mit 20 Cent probieren. Ich raste noch aus. Mal im Stellverfahren gerade. Ich habe mal gerade Glück, es kommt der Spielschauer oder so, aber schreibt uns voll. Und er schreibt uns nicht voll. Wir haben 100 Euro wieder, wir wechseln. So, okay. Die Umsatzbedingungen sind um 1% gestiegen. Yay! Verfügbar zur Auszahlung momentan noch 0. Ja. Geltungsbereich von Schleswig-Holstein, aber da es .com ist, steht das Ding wahrscheinlich wieder auf irgendeiner Ölbauinsel. So. Wo war das? Wie ist denn das? Scheiße, wie ist denn das Drecksgame? Ich hab den Namen von dem scheiß Game vergessen, aber übelst geiles Game. Ich muss kurz fix suchen. Das war ein sehr schönes Spiel. Das war's nicht. Book of Gold, nein. Wie sind das scheiß Games? War ein sehr, sehr schönes Spiel tatsächlich. Weißt du, Timo, vielleicht noch, wie das Spiel hieß? Ja, hier mit den Käfern links und rechts. Wie ist denn das Drecksgame? Oh, fuck. War auf jeden Fall auch wieder so Pharaon-Bullshit. Irgendwie, aber. Wenn ich sehe, weiß ich, was es ist, wenn ich das sehe. Ja, das sind nur sehr wenige Merkur-Spiele zur Verfügung. Ja, scheiß drauf, dann nehmen wir halt erstmal was anderes. Und zwar. Dann nehmen wir das. Ach ja, diese Anfrage zulassen. Hier, komm. Ja, ich habe viele Schutzschilde mit aktiv hier. Okay. Ein sehr angenehmes Spiel. Ich möchte mit 20 Cent spielen. Halt, der runter, der hoch. Wir spielen 100 Spiele. Los geht's. Das Spiel macht folgendes, das werdet ihr gleich sehen. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Das meine ich zwar nicht, aber okay. Das meine ich. Das ist ein Weil-Symbol und es kann bis zu 3-mal auftauchen. Schön! Die Zahlen da unten sind in Cent, also dieses Mal auch 8 Euro. 8 Euro und 44 Cent. Schön! Sind wir wieder oben. Das fetzt. Ja, über 100 Euro. Das passt. Diese Sterne können bis zu 3-mal oder im Freispiel, also wenn man dieses Freispiel kriegt, können sie wieder auftauchen. Auf der Walze 2, 3 und 4. Freispiel. Ich möchte anmerken, dass diese Bars den höchsten Wert haben. Gefolgt von der 7. Und dann dieser komischen, dann diesen gelben Stein und dann die restlichen Scheißsteine, keine Ahnung. Sind wir gut dabei? Hier ist super. Sehr gut.
Es können hier und hier an diesen Wälzen unter Umständen nochmal auftauchen. Ja, dann geht das so ab. Ich sag's, das lässt man so nebenbei laufen. Also es ist theoretisch auch in der Küche gehen. Und in dem Moment, wo man mal weg vom Bildschirm geht, dann passiert immer irgendwas. Deswegen mache ich mir jetzt keinen Cappuccino und gucke weiter zu und trinke nur Wasser. Kommt dann gut dabei. Ach Thomas, und ist der Yves mit der neuen Frisur zurück? Send mal ein Foto. Ich will das mal sehen, wie gut das aussieht. Euro 20, okay. Für nur eine einzige Linie. Und dann im Plus, wir sind mit 100 eingestiegen. Die ich natürlich hochgespielt habe beim Rubel. Von 50. War also gut dabei. Sehr erholsames Spiel, also man muss jetzt nicht irgendwie denken, dass man jetzt jeden Moment pleite geht. Das passt. Schön. Oh, schade. Wenn zwischen den zwei Siebenen nochmal so ein Stern aufgetaucht wäre, Leider gibt es in der Mitte keine Auszahlung. Naja, was soll's. So ist der Omat eben. Wenn das Kreisel kringelt kommt, dann wissen wir, dass der Server unterlast ist. Oder sehr viele Anfragen auf den Server kommen. Weil ich bin nicht der einzige Ficker, der das spielt. Tja, ein Break. Wie gesagt, die Bars sind sehr viel wert, selbst wenn nur drei Stück kommen. Wenn 4 Stück kommen, dann ist schon ziemlich hardcore. Wenn 5 Stück kommen, dann verschwindet meine Hand sehr schnell unter dem Tisch, meine Freunde. Weil dann geht's voll ab. Dann explodiert der Automat. Ach, den 8-Bit-Slot. Ja, den muss ich natürlich unbedingt zeigen. Den 8-Bit-Slot. Das mache ich gleich, ja. Ah, schön. Eine 4er 7er Reihe wurde getroffen. Das gefällt mir. Ja, die Auszahllinien sind auch sehr seltsam bei diesen amerikanisch basierenden Slots. Aber bei den deutschen Slots hat man das nicht, da hat man normal 5 Linien. Da gibt es zum Beispiel pro 3er-Bin 40 Cent oder so, wenn man mit 10 Cent spielt. Im amerikanischen hat man da schon krumme Zahlen, deswegen habe ich jetzt hier, das wird man gleich wieder sehen. Das wird man auch gleich hier sehen, wenn man nur 16 kriegt oder 15 Cent oder so ein Mist. Das sind so krumme Zahlen. Momentan sind wir noch sehr, sehr gut dabei. Ich bin da scheinbar, es scheinen auch sehr, sehr viele Leute dieses fucking Spiel zu spielen, beziehungsweise auf diesen fucking Server rumzuspringen. Ja. Ich werde mal die Auszahl, die kleinen Auszahlungen mal ein bisschen überspringen hier. Also was soll ich mal überspringen, indem ich mal draufklicke. Wir wollen ja eigentlich schon das Große sehen. Maximal die großen Wins. Wie gesagt, ich kann jetzt doch schneller drehen lassen, falls es für euch nicht schnell genug geht. Chat-Anbindung habt ihr ja alle. Diejenigen, die es nicht haben, ist nicht mein Problem. Aber wenn wir 100 erreicht haben, unten, wird spätestens ab 100, wird nochmal das Slot gewechselt. Das heißt, wir haben dann zwei Slots gesehen und nichts dafür ausgegeben, sozusagen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Haben aber ein bisschen die Umsatzbedingungen nach oben geprügelt, das ist auch sehr gut.
dann passt das doch. Yep. Ah, jetzt frisst er ein bisschen. Jetzt will er ein bisschen Geld haben hier. Wenn man schon zu einem Automat sagt, er will jetzt Geld haben und diesen Automaten als eine Art Person sieht, dann sollte man dringend was aufsuchen. Naja. 1,72 Euro hat es gebracht. Es können alle weiteren Sterne auftauchen. Aber mit Biepen, das ist jetzt. Schade. Das kann auch mal passieren, dass man ja auch trotz dieses Bonus-Dings nichts bekommt. Das ist ganz klar. Oh, da waren die Bars, aber leider nicht zu dem Stern. Ich hatte mal bei meinem Kumpel mit einem Ruck, es war mit 50 Cent, drei von diesen Sternen hier gehabt. Oh, da ging die Post ab. Ja. Ich beschleunige mal die Sache ein bisschen. Wo war der Beschleunigungsbutton? Egal, wir warten noch die 3 Drehs ab. Aber dann wechseln wir gleich da ein bisschen mehr. Das passt schon. Dann nehmen wir den 8-Bit-Slot. Nein, wir nehmen zuerst Berry-Bust nehmen wir erstmal. Doch, wir nehmen erstmal Berry-Bust. So, die 100 Drehs sind rum. 100 Drehs wären bei 20 Cent, 20 Euro. Ein Dreh machen wir noch so. Okay. Da schön. Ach, da ist es. Ein sehr schönes Spiel. Wieder von NetEnt oder Nintend oder genau wie man das spricht. Also Cent. 2 Euro? Nee. Wo ist der Hochgeschwindigkeitsbisschen? Gibt's ja gar nicht. Das sind, hier gibt's keine Linien, sondern die müssen aneinander gereiht sein. Also es gibt ja keine Linien. Es müssen 5 Früchte Kante an Kante zusammenkleben. 5 gleiche Symbole Kante an Kante ergeben den Gewinn, egal wo. Also auch hier hinten zum Beispiel. Ist ein anderes Slot-Konzept statt den klassischen Linien. Das heißt, wenn sie diagonal sind, also so diagonal, gibt es keinen Gewinn. Wenn es wirklich Kante und Kante sind. Mein Hals kratzt. Ich werde verrecken. Na gut. Ich hab schon mal Schokolade aus dem Kühlschrank. Da, 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 da. Kühlschrank auf. Schokolade mit Erdbeer-Joghurt-Füllung rausnehmen. Kühlschrank schließen. Licht aus, Brett zu. Nein, ich wohne nicht am Rechner, sondern ich habe ein Funkheadset. Mitte ist sehr gut, obwohl es eigentlich egal ist. Aber Mitte ist schon nicht schlecht. Das war nicht allzu viel, schade. Es wäre jetzt die Schokolade noch aufzugehen. Ich fasse es nicht. Nichts ist schlimmer als eine Schokolade, die verweigert sich irgendwie aufzumachen.
nicht zu öffnen. Die Himbeeren haben den meisten Wert. Entschuldigung, meine Sache, es geht mir zu langsam. Stopp. Bei 100 wird gewechselt. Sehr gut. Eiswürfel oder nicht? Scheinbar nicht. Schade. Na komm. Okay. So, also, welches Spiel soll es jetzt sein? Bitte nicht mit exakt das Spiel, wie das exakt heißt. Ausgenommen sind Gonzo, Emoji. Die sind mal ausgenommen. Und dieses Schatzspiel auch. Dieses Schatzsuchspiel, das weiß ich nicht. Schreibt in den Chat, welches Spiel es sein soll. Prüft bitte, ob das Spiel auch existiert. Das 8-Bit-Dingens. Book of Dead hatten wir schon. 8-Bit-Dingens. Das 8-Bit-Dingens, das ist ja... Okay, das suchen wir jetzt mal aus. Das ist es. Das ist das 8-Bit-Dingens. Es hört sich an, wie als ob Super Mario da springt, ob Zelt, ob Link einen Schlüssel einsammelt. Ist ein sehr billig aussehendes Spiel. Okay, bitte beachten, das werde ich mit einem etwas höheren Einsatz spielen. 20 Drehs erstmal. Ja, das heißt mit 50 Cent. Das heißt, das kann das Spiel unter Umständen sehr schnell das Geld wegbrennen oder mir sehr viel Geld geben. Schauen wir uns das also mal an. Das Spiel läuft ohne Hintergrundmusik. Das heißt, wir werden erstmal keine Hintergrundmusik haben, sondern nur den Slot. So, 50 Cent haben wir. Sieht ein bisschen billig aus wie mit Paint gemacht, so ein bisschen die Zahlen. Vergrößert habe ich es bereits, geht nicht größer. Versuchen wir es einmal. So, 50 Cent Einsatz, dann wollte mal. Es wirkt sehr billig. Aber wenn man was erhält, dann hört sich das 8-Bit-mäßig an. Ich weiß nicht, irgendwie ist die Drehung länger als die Drehanimationsmusik. Also scheint der Server ein bisschen unter Last zu sein. Ich hoffe, es kommt auch mal ein Gewinn zustande. Momentan zieht er nur ab. Da hat man die Musik gehört ein bisschen, aber wie gesagt, So, jetzt haben wir ein bisschen was gewonnen. Es war ein mittelmäßiger Gewinn von diesem Automaten. Es können auch mehrere solcher Vollständigkeitssterne auftauchen. Das heißt, wenn taucht ein Stern auf, umhüllt er außen herum alle Symbole zu Weils. Das heißt, wenn zum Beispiel dieser Symbol auf der Nummertaste 5 auf eurem Nummernblock auftauchen würde, wird er alle außen herum zu Weils machen. Und können in Walze 2, 3 und 4 diese auftauchen. Das kann unter Umständen sehr viel Geld bringen.
Ich mach das aber gut dabei, das ist okay. Der Stern kommt eigentlich auch allem für sich nicht zu selten, aber auch nicht zu oft. Wie gesagt, wenn zum Beispiel jetzt hier, wo mein Mossack ist, ein Stern auftaucht und hier, oh, dann kann man die Wurst auf den Tisch legen. Hallo? Ist er da? Ja, Hauptbesuchszeit. Das sind die ganzen Spielsüchtigen jetzt gerade mit am Start hier. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Aber gut. Jetzt geht's mal schneller. Da hat wohl jemand verloren. Na gut. Ich habe exakt wieder ein bisschen Glück auf 100. Also das Spiel scheint eigentlich nicht so stark abzuziehen. Scheint es momentan, sich so ein bisschen die Waage zu halten. Wenn jetzt hier der Stand gekommen wäre, Melonen sind sehr viel wert. Oder in der Reihe 7, wenn jetzt hier der Stand aufgetaucht wäre, ist auch nicht schlecht. Da glaube ich 5 Euro oder so. Wie gesagt, das Slot wirkt sehr billig. Ja? Und es dauert 100 Jahre, bis mal was kommt. Hallo? Gut. Ich denke immer, da habe ich schon Internet Connection Lost, wenn es so lange im Leerlauf dreht. Wenn die Drehmusik, dieser Drehsound, schon längst vorbei ist und. Da hat man den Stern der Rotation gesehen, meine Freunde. Er ist dran vorbei. Ja, ich glaube, ich muss doch nur bis 90 und dann wechsle ich wieder. Das heißt, wir haben jetzt noch 7 Drehs vor uns. Es sei denn, jetzt gerade nochmal so ein Stern. Der Stern geht nicht auf, weil von links nach rechts gezählt wird. Das heißt, hier ist, wäre nichts, das heißt, er geht nicht auf. Du trägst den gelben Stern. Ich nicht. Weiter geht's. Wir brauchen vorne den Stern. Oder mindestens spätestens bei der Walze 3. Also hier ist er zwingend erforderlich, damit es was gibt. Das ist gut. Okay. Wir sind wieder oben auf 100. Der Automat sagt, wir dürfen weiterspielen. Ein netter Automat. Nur durch 2 Reihen von diesen Trauben Mist. Die Trauben und die Melonen bringen ein bisschen mehr. Ich glaube, die Kirschen und Zitronen sind doch diese typischen Versager-Symbole. Oh, der hätte hier sein müssen, oder hier. Ganzen Flaum. Das hätte schön gehakelt. Ja, da hätte es gut Geld gekippt. Geht zum Beispiel, wenn jetzt jeder Stein gekommen wäre, hätten die Vorderen mit uns schön was zu feiern gehabt. Jedes Spiel ist natürlich freilich mit einer eindeutigen ID versehen, damit man das Spiel, falls ein Spiel scheinbar fehlerhaft wirkt, zurückverfolgen kann. Und sich an den nicht vorhandenen Support zu wenden. Denke ich. Na, oh, Vollbildkirchen, das wäre auch mal was gewesen. Wäre aber auch nur 20 Euro gewesen, glaube ich. Noch 8 Drehs haben wir. Entschuldigung, 9. Jetzt sind es 8. Zumindest bei 50 Cent.
müsste eigentlich bald wieder so ein Stern kommen. Vom Durchschnitt her. Na komm. Ja, mit dem Stern. Fünf Drehs und dann schauen wir mal. Voll. Okay. Was für ein Kampf. Wir sind wieder auf 100 Euro, wir dürfen weitermachen. Was ist das denn Scheiß? Nicht schlecht. Wir sind also noch weitere 20 Drehs mit 50 Cent zur Verfügung. Und durch zwei oder drei Reihen Melonen. Wenn wir vorne und hinten Melonen werden, damit er das Standding jetzt kommt, das gibt dann einen bösen Impact. Ja, man muss stark aufpassen, ansonsten wird man extrem hyperspielsüchtig. Wenn man dabei noch nebenbei raucht und trinkt. Schön großes Portemonnaie. Da muss man ganz stark aufpassen. Ansonsten geht es schneller nach Downtown, als ein Dieb bist. Hallo? Ja, ich weiß nicht, manchmal ist es so ein bisschen seltsam. Da habe ich einen Stern gesehen, der ist durchgerauscht. Oh, jetzt ist Inge hier. Geld. Genau, wir stark auf die 90 zu. Alles klar. Das ist ein klassischer 8-Bit-Sound. Kann in diesem Spiel, guckt euch das an, zieht euch das rein, Freunde, 10 Euro pro Dreh einsetzen. Waren noch die 30 Cent alle kurz fix? Moment. So, meine Freunde. A. Spielen wir das Spiel weiter? Oder B. Wechseln wir ein Spiel? Book of Dead hatten wir leider schon. Sucht euch das noch weitere Spiele aus. Mic off. Mic on. So, oh, da gibt's schon einiges. So. Das machen wir mal zu. So, okay, Freunde. Wie schaut's aus? Book of Dead. Oh Gott, machen wir Book of Dead. Okay, von mir aus. Da das einzige Spiel genannt wurde, obwohl wir es eigentlich schon in der Wiederholung hatten, spielen wir das einfach mal. Okay. Das ist wie bei der Star Wars Sound. Denselben Sound. Aber nochmal. Okay. Okay. Wir vergrößern mal den Mist. Wir setzen jetzt aber mal um einen Punkt nach oben. Das war falsch, glaube ich nicht. Falsch war. Ich muss mal gucken, ob das jetzt richtig war, ob das jetzt richtig eingestellt ist. Moment. Nee, ist falsch eingestellt. Der Münzwert bloß auf 1, weil damit das, was angezeigt wird, auch der Wahrheit entspricht. So.
Genau. Jetzt haben wir's. Wir machen mal 50 Spiele. Das sind etwa 10 Euro. In etwa. Dann schauen wir mal. Ja, man kann das mit 10 Linien spielen, aber ich spiele das nicht mit 10 Linien. Sondern ich spiele es mit dem klassischen Book of Ra 5 Linien. Ich mag dieses 10 Linien gehabt nicht. Dieser Typ, er sieht ein bisschen aus wie der Sean Shepard aus Stargate Atlantis. Ja, dieser Typ. Zwei Bücher hinten. Dankeschön, du dummes Arschloch. Bitte beachten Sie, dass Sie unter Umständen Schimpfwörter fallen. Decken Sie Ihre Kinder also schnell ins Bett. Immer unten mit den Typen. Versteh's nicht. Ach ja, Tränen im Weizenzuschauer ist schon was Feines. Ich esse ein Stück Schokolade. Sieht ganz mau aus. Es bucht nicht. Wir wollen die Bücher sehen, Oh, die Bücher und Könige und eine Dame oben und keine Bücher, du dummes Arschloch. Und weiter geht's. Er hätte mir wenigstens die 5 Könige geben können. Ein Buch. Eins. Komm schon. Noch 4 Freispiele haben wir noch, also automatische. Dann werden wir noch bis 80 so runterdrehen. Vielleicht kriegen wir es ja im manuellen Betrieb. Runden? Nein. Oh, 2 Bücher. Wieder 2 Bücher. Schön. Du dummes Arschloch. Wieder 2 Bücher. Aus. Gib mir die Bücher, du Sausack, jetzt! Die Bücher waren nicht hold. So, mir wurde noch ein Spiel empfohlen. Moment. Ach du Scheiße. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel hier empfohlen wurde vom Kollegen. Mal schauen. Ach du Scheiße. Na, da wollen wir mal. Es lädt nicht. Hallo? Ah, alles klar. Jetzt geht's. La Dolce Vita. Ach du Scheiße. Okay, was ist das denn? Okay. Wir machen 5 Linien, der Klassiker. Ja. Natürlich bei 10 Cent erstmal. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel sein soll. Okay. Ach du Scheiße. Okay, machen wir mal erstmal 50 Drehtasten. Weil ich überhaupt nicht kapiere, das ist auf jeden Fall griechisch, ja, griechischer Wein. Ja, bin ich mal gespannt, was da so geht.
Verschiedene Weine, alles klar. So, mal gucken. Ja, verschiedene Vinos. Und ein Hund? Was? Ja, irgendwas ist zum Pulli irgendwie gar nicht dazugehauen. Das ist doch bescheuert, ey. Olivenöl. Bierfass. Oh weia, oh weia. Ja, Pulli, da hast du das ein bisschen recht. Na, mal gucken, ob es gut werden kann. Mal gucken. Weiß nicht, warum große Weinflaschen an kleine irgendwie und irgendwie. Das scheint wahrscheinlich Scatter zu sein. Das heißt wahrscheinlich. Wenn Treibhund in den Häusern kommt, dann muss ich wahrscheinlich rausgehen, Weintrauben pflücken oder so. Auf jeden Fall ist es nicht gleichzeitig ein Wild. Der Hund schielt. Ich glaube, der Hund schielt. Oder ich schiele, keine Ahnung. Man braucht scheinbar 3 Wilds. Das Fass habe ich glaube ich noch nicht gehabt als Bild. Den komischen Hund auch nicht. Ja, es ist halt Griechenland, ja. Dieses Olivenöl, das passt so gar nicht rein. Geht es ja also ums griechische Essen draußen wahrscheinlich oder so. Oh, weiß nicht, welche Thematik hier eigentlich genau aufgefasst wird. Griechischer Wein ist wie das Blut der Erde. Komm, schön. Ah, da wird ein neues Spiel empfohlen. Das werde ich danach natürlich gleich in Angriff nehmen. Aber schauen wir uns erstmal hier das griechische Spiel an. Hallo, weitergehen! Man muss erstmal den Server voll schreien oder was, ey. Mutterino baut bessere Server. Das ist ja ekelhaft! Baut mal Performance ein hier. Ist ja ekelhaft hier. Werden die Drehsassen Russland stattgegeben oder so. So. Vielleicht nochmal. Ich kann momentan keine WhatsApp-Anfragen bestätigen. Das heißt, bitte keine WhatsApp benutzen, den In-Game-Chat benutzen. Zum Beispiel den In-Game-Chat von Twitch. In-Game-Chat. Bin ich bescheuert, den Chat. Meine ich nicht In-Game-Chat. The fuck. Oh, das wäre, wenn ich 10 Linien gehabt hätte, eine ganze Volllinie gewesen. Aber ich spiele immer gerne mit diesen klassischen 5 Linien. Das mag ich lieber. Als diesen 10 Linien Quatsch. Dann weiß ich schon auf Anhieb, was es denn gibt. Das heißt, sobald diese 38 Games rum sind, wird dann gespielt Demigods 2. Teil 2 ist sogar mit Fortsetzung. Heiß. Gib mir Wein! Geht doch. Italienisch? Nee, Oliva? Nee, ich denke, das ist Griechisch tatsächlich. Geil. Sehr gut. Vollbild, nicht Vollbild. Volle Linie Bino. Sehr gut. Mehr saufen. Mehr Säufer. Bitte nicht auf den Straßen. Diese Zwischenpause kann ich auch nicht beschleunigen, das ist Server geschuldet. Aber schön, dass Wunderino ein überall mit solchen Kartenzahlungen zeigt. Bitte zahlen Sie ein. Ja. Geld, geilen Schweine. Kann alle aufhängen, aufknüpfen. So. Drehen, hallo. Ich hab immer noch nicht die scheiß Köter gehabt. Das Fass hab ich auch noch nicht bekommen. Wollte den Scattern und diesem kühlschen grünen Gesaft auch ganz zu verschweigen. Oder da müsste man mal eine Challenge machen. Sauf eine Flasche Olivenwein. Oder Olivenöl. Danach sehen wir uns auf der Toilette.
Entweder vorne raus oder hinten raus. Je nach Darmlage. Oh, viele Minus hinten. Bringt uns 0. Leider werden wir die Freispiele wahrscheinlich nicht sehen mit dem Spiel. Oh, das wäre natürlich jetzt Karma gewesen. Wenn jetzt mal Freispiele gekommen wären. Okay. 2, 3 Drehs können wir noch machen. Beschleunigen jetzt mal die Sachlage. Okay. Fast den Mistköder gekriegt. Gut. Schönes Spiel. Sehr weinhaltig. Für Alkoholiker nicht geeignet. So. Das Spiel, was jetzt empfohlen wurde. Das Spiel, ich habe mit 50 begonnen. Ich bin also immer noch gut im Spiel. So, was Demigods heißt das? So. Demigods 2. Da haben wir's. Entschuldigung. Der reitet auf einer Schildkröte. Okay. Demigods 2. Ach du Scheiße! Was ist denn das? Oh, ja klar, ich spiele mit 3, mit 200 Euro. Mhm, ist richtig. So. Ich kann es minimal nur 50 Cent spielen. Das ist natürlich zu viel. Da machen wir nur 10 Drehs erstmal. Das ist sehr viel. Das Ding hat auch 50 Linien. Ist ja ekelhaft. Da machen wir es nur 10 Drehs erstmal. Boah, leck mich am Arsch, ey. Geil. Ah, Cerberus. Oh. Dankeschön. Ach, ich spiel's aber doch mal, aber ich spiel's noch ein bisschen länger. Mal gucken. Sieht sehr interessant aus. Das macht schon Bock auf mehr. Oh, Entschuldigung, ich hab's für Christian vergessen. Entschuldigung, mein Fehler. Oh, ja. Wir geben dem Spiel nochmal bis 60 eine Chance. Nee, es kommt dann nicht. Okay. Kriegt aber nicht viel, bis da Unbreakable. Ich bin momentan nicht begeistert. Super. Momentan bringt das ja gar nichts hier. Okay. Bringt das Spiel auch mal was? Hab momentan nichts Großartiges. Ich hab 35 Cent gekriegt. Ey, 1,1 €. Super. Und das ist das, was momentan immer noch nicht begeistert. Oh, ich hab genau den Einsatz wieder gekriegt. Super. Ich geh kaputt. Zählt auch auf der 100. Centstelle genau, ja? Habt ihr das gerade gesehen? Ist geil, oder? Wir werden das dann auszahlen. Großartig. Ach, ich mache mal eine Runde weiter, ich hab's gerade Bock drauf. Es kommt da noch was Großes.
Euro gekriegt. Super. Für eine Linie, glaube ich, war das nur. Also eine Linie ist, dann ist es verhältnismäßig viel. Bedenkt, dass das Tracks Game 50 Linien hat. Irgendwelche Rittern und keine Ahnung, irgendwie ganz viel Mist. Wie soll man da großes Geld rausholen? Das frage ich mich mal. Hey, eine Runde ins Gegner, bitte. Big Win! 5,40 €. Ja, das ist ein Big Win. Das kann man als Big Win verbuchen. Big Win ist für mich 10 Fahrer Einsatz. In dem Falle war das richtig. Ich muss warten. Oder auch nicht. Wenn ich mich so drehen würde, dann würde ich einen Genickbruch kriegen. Oder einen Rückenbruch. Oder? Ja, 84 Cent. Ich wollte schon immer mal. Big Win! Schön! Das hätte erstmal Symbole sein müssen. Also hier, solche Bilder. Das ist 60 schon mal. Schon mal ein guter Anfang für den Nomaden hier. Und das nur bei irgendwelchen sinnlosen Symbolen, also bei diesen Zahlensymbolen. König sein können oder vorne so ein Bild. Ah, 20 Cent. Die Wände jeweils an so sinnloser Stelle stehen, oh weia. Guckt euch das an. Wenn da eine 10 gewesen wäre statt der König, oh ja, das wäre es geworden. Was für eine Scheiße. Ja, das Spiel wirft nicht viel ab, muss ich sagen. Da bin ich nicht begeistert. Aber die Optik von dem Spiel macht auf jeden Fall schon mal einiges her. Grundmusik ist auch sehr stimmig. Oh, 30 Cent. Big Win! Exakt 6 Euro. Wunderbar. Normal, dass diese Freespins so selten kommen oder gar nicht kommen. €2 und 50 Cent.
finde es immer lustig, dass er das sogar noch an der hundertsten Stelle zählt. Das ist immer lustig. Oh, oh, was passiert jetzt? Da kommt irgendwas angeflogen. Hä? Was war das jetzt? Jetzt die 100. Stelle, guck dir das an! Er hat kein Big Win gemacht, weil 0,5 gefehlt haben. Ja. Unfassbar. Was für ein Drecksgame. Oh, hör mal ruhig mal, Game. Und es gibt. Ah, generell alle gewinnen mal 2. Komisch, gerade immer, wenn ich nichts gewinne. Alles klar. Ah, den Typen. Okay. Komm schon, zu viele Balzen, da kommt nicht. Hält sich momentan die Waage. Nichts. Okay. Das könnten sie mal bei Bildsymbolen bitte mal machen. Das war schön. Wie viel war jetzt? Ja. Können nur die scheiß Weils kommen, nur wenn keine Bildsymbole dabei sind. Also ja, wisst schon. Diese Viecher hier. Oh, Bildsymbol. Und zwar nur eins. Es gab schon einen Euro, das ist schon recht viel. Also wenn da jetzt mal so ein Dreier-Spot kommt, dann kann es mir doch sehr viel geben. Wir sind wieder auf 60 hoch tatsächlich. Das schmiert sich leicht heimisch hier nach oben tatsächlich wieder. Aus der, oh ja, aus der Gefahrenzone raus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Macht eigentlich das Spiel schon ein bisschen Bock auf mehr. Schönes Spiel. Aber die Freistelle hätte ich gern trotzdem schon mal gesehen. Sehr gut. Oh. Leider nicht. Doch, auf 60. Mhm. Oh, komm schon. Ja, ficker daran. Was ist denn daran zu spät, du Arschloch? Geil, oben fehlt. Oh. Doppelter Gewinn. Achtung. Das war die Scheiße, ey. Oh. Leider nicht. Ach ja, komm, drei Balls übereinander, dann passiert nichts. Ist richtig.
1. Sehr gut. $0.84. Gleich auch wechseln bei 40, dann muss er ab, ich glaube, wieder her. Könnt ihr euch schon mal aussuchen, welches Spiel es sein soll? Das Spiel scheint ja nichts abzuwerfen. Bisschen miese gemacht, tatsächlich. Ja, mal zwei, kommt nicht, dankeschön. Da reden wir nochmal patchen, das ist Betrug. Dessen Winde runter, also. Okay. Nee, alles offen. Schön. Haben wir schon mal was Gutes gekriegt. Schön. War es ein sehr guter Wind, meine Freunde. Wir sind bei 50 oben, da aus dieser Nasszone raus, die uns dieses Gottspiel gebracht hat. Nicht übel. Gut gedazzelt. Ich habe was von gewinnen, da bin ich glücklich. Los geht's! Jawoll! Sag mal her, was krieg ich? Nichts. Ich krieg ja nichts. Ah! Ich liebe es, nichts zu kriegen. Ja! 44 Seiten freispielen. Das war schon immer mein Traum. Boah! Die Sau! Hm? Das ist gut! Letzte Runde. Hm?
Gut, gedesselt. Das ist gut. Da kann der Domschatten auch schon die Hand in der Hose verschwinden. Nichtsdestotrotz spiele ich ein anderes Spiel. Und zwar halt Deko. Das wurde gewünscht. Ja, alle Schilder unten. Ja. So. Außerhalb der maltesischen Gerichtsbarkeit. Geladen. Ja, es wird tatsächlich geladen. Das Spiel stammt aus der Spieleschmiede PlaySun. Glaube ich. Warten. La 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 la. Ah, Entschuldigung. Ja, mein Schuldsystem ist sehr hoch. Dann kann das wieder passieren. Ah, jetzt geht's. Ah, nee, doch nicht. Just... What the fuck? What the fuck? Vor FTW. Okay. So. Oh Gott, die Musik anders an, als ich die sonst in Erinnerung hatte. Ach du Scheiße. Dann nicht bleiben. Bin ich Grüßes. Ich muss aber manuell drücken, es gibt keine automatische. Hört man sich die Musik anders an? Bei meinem Kumpel hört die sich nicht so an, irgendwie. Oder Boxen in meinem Kopfhörer sind besser als die vom Thomas im Fernsehen. Beim Kumpel. Extra Musikinstrument hier eingemischt. Hör ich gerade im Spiel. Wie das klingt, ey. Ich kann dieses Spiel schmerzen. Scheiße. Big Win! Da kommt die Plastikmünzen von oben runtergelegt, meine Freunde. Schön, gut gespielt. Das macht die Misere von dem Gottspiel gut wett. Obwohl dieses Gottspiel nicht schlecht ist, es schaut nicht schlecht aus. Hätte ich auch gerne mal die Freispiele gesehen. Weil wenn der Minimum-Einsatz nur 50 sein ist, ist es schon ziemlich happig, muss ich sagen. Ich möchte euch noch zu Protokoll geben, wenn man diese Musik länger als eine Stunde ausgesetzt ist, wird man wahnsinnig. Das ist für mich aber irgendwie Hintergrundmusik. Ich glaube, das ist irgendwie im Grunde diese Musik hier, die man gerade hört, eigentlich von einer anderen Musik aus dem Hintergrund stammt. Kriegst was du blöd im Kopf. Schlimmer als die Spiele-Max-Musik. Deswegen sind alle Mitarbeiter da drin so ein bisschen die ganze Zeit diese Musik hören müssen. Damals musste ich da Praktikum machen. Da gab es eine Wahl A, es zu ignorieren. Oder B, Amok zu laufen und jedes Kind, was da drin rumläuft, umzubringen. Und wenn diese Spielemarkt-Musik ausgesetzt ist, ganz schlimm. Aber Gott sei Dank sind diese Zeiten ja vorbei.
Obwohl die Berufsschulzeit sehr viel Spaß gemacht hat. Oh, wir haben Dekos, meine Freunde. Das heißt, Frisbin. Und leider nichts. Mittlere Walze. Kriegen wir ein Deko. Nein, Glocken. Die letzte Walze ist die Hoffnungswalze. Ja, wir haben einen Frisbin auf der großen Walze. Jetzt kriegen wir nochmal Frisbins. Oh mein Gott. Es darf nochmal gedreht werden. Jetzt wird's spannend, meine Freunde. Wenn wir dort nochmal eine Deko kriegen, kann es sehr viel Gold regnen. Nein. Okay, wir sind auf der höheren Walze. Wir können auch von der Walze auf die nächste. Da ist die. Die Rotation hat sich in Gang gesetzt. Ja, dieser Balzer kann uns nochmal nach oben bringen. Das Rad hier. Wir stoppen das Rad jetzt. €10. 11 Euro. Schön. Okay. Gut gespielt. Wir sind wieder gut am Stock. Sehr gut. Ein schönes Deko-Spiel. Sucht euch schon mal das nächste Spiel schon mal aus. Würde ihr mir möglich ein Spiel wählen, was wir noch nicht hatten? Sucht euch schon mal aus, ihr habt Zeit. Wir haben schon mal Frisbins nochmal. Also, eventuell nochmal Feature Games für. Gib mir die Kirschen. Du Arsch. Okay. Ah, okay. Wahnsinnig. IFO, was wurde gewünscht, meine Freunde? Das werden wir dir nach Posttyp nachgehen. Das Eye of Horus, eine der sehr wenigen Merkur Games bzw. ATG Games. Etienne Gaming. Schade, dass es natürlich mein Lieblingsspiel natürlich nicht gibt. Ja, das ist bei den Merkur Slots unter der Nummer 18 zu finden. Goldify. Unter die 54, bald Leo. Sehr schönes Spiel eigentlich an sich, aber leider hier nicht vorzufinden. Denn das sollte dann hoch und runter suchen. Wir haben wieder eine Runde White Demons Respin zum Aufschalten eventuell der ersten Walze oder der zweiten, dritten. Leider diesmal nichts. Durchgerutscht. Gilt nicht. Leider nicht. 12 Cent. Schön, durch die Diamanten hier. Schön. 70 Euro wieder, meine Freunde. Das ist natürlich, das sehe ich natürlich gerne. Das macht die Misere natürlich locker wett, die wir hatten. Okay. Ich spiele jetzt noch bis 70 Euro und dann wird gewechselt. Dann hat uns das Spiel gut was gegeben. Wir hatten was zu sehen. Ich kann ja noch momentan. So, meine ist klar. Nee, hat es erledigt. Danach prüfen wir, bevor wir das Spiel dann komplett wechseln, wie viel wir umgesetzt haben. Denn dieses Götterspiel hat uns ziemlich viel runtergezogen und wir haben halt auch viel wieder gewonnen. Das heißt, Umsatzbedingungen müssen wir wieder ein bisschen was geschafft haben. Wir waren beim letzten Mal bei 21,4 Umsatzbedingungen. Der letzte Dreh wird mit 50 Cent gemacht, meine Freunde. Die letzte Dreh. Alles klar. Was hat man im Kopf? So. 36%. Das ist schon gut. Etwas mehr als ein Drittel stuffed. Dieser sinnlose Affe, er hat keine Nase. Er hat also demzufolge auch keinen Schnupfen. Okay. Eye of Oz, da, wo haben wir es? Wir haben es auch schon mal gespielt gehabt. Wo ist es denn? Da ist es. Eye of Oz. Oz hatte nur ein linkes Ei. Okay. Achso, Entschuldigung. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Schilder aktiv. Ja. Und hier unten. Windows.net. Okay. So. Thomas, geht das Team jetzt besser?
Es geht immer noch nicht. Sorry, Moment, das haben wir gleich. Ja, sorry für diese Hochleistungsschilder, aber ich bin nicht, dass wir die Skript auf dem Rechner laufen. Schreit Husten. Jetzt kratzt mein Rachen. Thomas, du bist mir eine Hustentablette schuldig. Mein Rachen kratzt. So. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Treibstoff ich überhaupt noch habe für mein Headset. Ich muss so kurz gucken. Da muss ich mein Headset jetzt anschließen. Ach komm. Nee, ich habe noch Treibstoff genug. Okay, weiter geht's. So. Einstellungen. Change Bed. Ach so. Ja, dann changen wir das Bed also nicht. Bleiben wir bei 10 Cent. Klassische 5 Linien, los geht's. Man kann zwar mit 10 Linien spielen, aber ich habe keinen Bock drauf. Dann machen wir automatische Autopilot auf 50 Games. Das sind erstmal 5 Euro. Schauen wir mal. Nee, das sind, Entschuldigung, 10 Euro. Das Spiel scheint sehr unterlastet zu sein, beziehungsweise der Server. Ach du Scheiße, gib mir auf, du Scheiße. Nein, leider nicht. Alter! Moderino, kauft der Server, bitte ganz schnell! Es ist ja peinlich! Und nein, es liegt nicht an meiner Leitung, ich habe 200 Mbit. Die funktionieren. Der Ping liegt bei 34 MS, den ich habe. So macht das keinen Spaß, immer ein anderes Spiel nehmen. Das ist nicht spielbar. Angehalten. Okay, machen wir noch, danach wechsle ich, weil das ist ein Albtraum, das kannst du nicht spielen. Das ist eine, Timot, deine letzte Mitteilung konnte ich leider nicht entschlüsseln. Bitte nochmal diesen Satz neu bilden. Wenn ihr mal ein Spiel, das nicht der Mercosur angehört, weil das ist wirklich nicht spielbar. Also brauchen wir ein neues Game. Leute, ihr könnt ein neues Game aussuchen. Weil vergiss es, das. Da ist die Performance aber weit im Keller. Nein, das ist dieser außerirdische Slot. Bis ein Spiel entschieden wird im Chat, wird erstmal das gespielt. Fruit Mania. Nee, nicht, das ist mir zu außerirdisch. Nee, das haben wir nicht. Ohne diesen Scheiß. Sollten wir jetzt wirklich nicht machen, ich bin ja ordentlich. Ach, ich bin mal dieses eine Pyramidenspiel hier. Das ist ultra geil. Yep. Die machen sich so einen Aufwand für einen Slot, so ein Intro zu machen. Wahnsinn. Karten. Könnte Karten-Intro von dem Spiel sein. Okay.
Katharino, kauft euch mal Server! Das ist ja ekelhaft! Alter! Geht doch, habt ihr mal Schwein gehabt. Hier passiert Folgendes, hier hat man jetzt ein paar Käfer, machen ein paar Slots auf. Wenn die Slots geöffnet sind, sammeln sich die Käfer dann hier am Rande. Dann kann es richtig ekelhaft und großartig werden. Nichts zu schaden. Und ich möchte mit hinzufügen, Achtung, wo ist es? Wo war das? Genau, Achtung. Man kann ja alles schön fein einstellen. Alles. Da könnten sich echt mal die ganzen anderen Slots von der Scheibe abschneiden. Man hat ja alles Mögliche. Guthaben höher als oder niedriger als. Ja, das ist Wahnsinn. Alles aussuchen, Töne und alles wunderbar. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Jawohl. Wenn darauf folgend immer wieder was kommt, addiert sich das. Das ist keine 9,60 €, sondern ein bisschen weniger. Weil man 0,4 rechnen muss. Ein Leben extra. Jetzt gibt's Shutter, jetzt geht's ab. Los geht's. Okay. Wenn Rot drin vorkommt, gehen sie hier rüber. Kommen kalte Farben vor, gehen sie nach links. Warme Farben nach rechts. Mal 2, mal 3. Das war's. Schade. Wir kriegen noch den Multiplayer und das war's. Okay. Wir haben ein bisschen was erhalten, ist gut im Plus. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt angefangen haben. Ich glaube mit 70, oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir angefangen haben. Auf jeden Fall ein schönes Spiel. Wir werden es mal erhöhen. Geben. Als jeder drin machen wir noch. Wir geben jetzt dort mal ein paar Chancen. Wir haben 73, 25 Cent. Münzwert nicht 0,004, weil den Cent kenne ich nicht. Machen wir mal so. Das ist ein Binärslot, das heißt, das Ding hat keine Linien. Hallo? Ein sogenannter Binärslot. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel dieses Symbol hier unten auftauchen würde, das komische Symbol hier unten, wäre es gültig. Hier sieht man es, man sieht keine erkennbare Linie. Sehr große Chance, da sieht man ein bisschen Geld gleich fließen. Leider nicht. Kommt kein Gewinn zustande, gehen die alle wieder zu. Deswegen ist es wichtig, wenn hier vorne das zuerst aufgeht, statt hinten, ist es wertvoller. Ansonsten nicht. Warte, geht noch auf den Sack. Hört sich sehr angenehmes Spiel, angenehme Musik. Läuft auch recht fließend. Die Antwort ist natürlich serverabhängig, das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ein paar Katzen krieg ich. Es ist gut, vorne. Na, war ja klar. Los geht's. Am Anfang ist es egal, ob warme oder kalte Farben. Nur am Ende dann für diese Idioten hier. Oh ja. Ach. Das ist gut hier, hier. Weil vorne zwei Slots more offen sind. Oh,
komm schon. Reihe vorne offen, das ist sehr, sehr gut. Also sprich, ja, reduziert da Chancen, dass das getroffen wird. Chance, ja, Garant, nein. Nochmal. Hier ist das sinnlos. Keine erkennbare Linie, aber getroffen. So meine ich das. Mit dem Binärsund. Ah, das war jetzt gemäßer Quint diesmal. Nichts gekriegt, schade. Nicht im Feature Game gekriegt diesmal? Schade. Das ist gut. Vorne offen. Hier, zwei. Ach. Naja, da ist nichts. Ach komm schon. Von ist gut, das hätten es Abfall. Den brauchen wir nicht. Der hätte hier oben landen können. So ein Arschloch. Na komm. Jetzt los. Soll er abziehen oder was? Augen und. Das ist schlecht. Ja, war ja klar. Verkauft mir die 60 Cent. Augen, die mir nichts bringen. Weil die Wahrscheinlichkeit hier zu dem, was zu treffen, ist eigentlich scheiße gering. Habt ihr gerade gesehen. Ein bisschen besser. Ich glaube, da hat man will nicht, dass ich den Genuss der Freispiele komme. Ich glaube, ich wechsle gleich mal wieder. Oh, das ist immer besser. Eh, die scheiß Katze hier, obwohl scheiß viel Katze. Thank you.
Und wechsel. Dankeschön, dann werde ich schon mal dieses komische Gottspiel nochmal spielen. Wo ist dieses verfickte Gottspiel? Lass mal probieren. Weil es gefällt mir irgendwie. Ach ja. Demigod 2. 200 Euro pro Dreh. Boah, oh, Moment, 50 Cent. Los geht's. Aber wir haben gerade Bock auf das Spiel. Und meine Kette kratzt, super. Jawohl, 56 Cent, war schon immer mein Traum. Bei einem Spiel 50 Linien 50 Cent zu gewinnen. Oh, 1,42 Euro. Oh, das wäre schon mein Testament noch. Mein Testament erwähnt. Oh, wir haben Freispiel. Wir haben Freispiel, meine Freunde. Oh, Unterwelt des Hades erstmal. Ah, wir sind also in Griechenland. Hades! Hades! Die Heckensäcke. Och komm schon! Vier Wege, ein Zusatzbild. Ah! Ist ja geil! Das sitzt darüber, wie geil ist das denn? Einmal wenn Gewinn zustande kommt, kommst du Hände. Kein Gewinn mehr. Ah! Lol. Okay. Das ist aber nicht schlecht, sowas. Ich krieg nochmal Hände. Ich krieg nochmal Hände, weil oben. Aber, genau. Genau, deswegen krieg ich nochmal Hände. Aha, okay. Cool. Jetzt brauch ich einen Buben. Irgendeinen Buben dort. Geil! Unten brauch ich jetzt Buben oder einen Wald. Ist ja geil! Vollbild, ja, Entschuldigung. Boah, was? Alter, was ist denn das für ein Game, ey? Bild, jawoll! Wow, what's this? Zusatzspin, nochmal Zombie-Hände. Wild, jawoll! Alter! Boah, da geht einem die Flöte gerade. Gib mir Wild. Das war's. Heuer, what the fuck? Alter. Ach du Scheiße. Das ist ein böses Game, ist mal ernsthaft. Das ist die Ankettung. Heuer, 20 Euro. Ich glaube, das spielt doch einen festen Platz in meiner Spielerrubrik. Eingeschlichen. Nicht schlecht! Nächste EP-Freispiel. Ah, okay. Ah, jetzt muss ich mir das nächste Wild mir holen. Ah, den nächsten Freispiel. Cool. Wir sind also auf einer Art Reise unterwegs. Ist ähnlich wie Titan Quest. Gefällt mir! Alter! Oh, da geht mir gleich die Flöte eher. Sehr gutes Game. Mögen wir nur die nächsten Freispiele kriegen. Aber das mit den Zombie-Händen war schon cool. War schon. Hat schon was gehabt. Schon mit Pudding. Derzeit mach ich kurz Auto spielen. Okay, ich schon mal kurz ein Pudding. Ihr könnt weiter kotzen. 20 Euro, ey. Oh, what the fuck? Hallo, Umsatzbedingungen. Wir kommen.
Oh, da gibt es heuer 20 Cent. Oh, komm schon! Da kommt kein Gewinn. Ja, ein Projekt, ich hab wieder gewonnen. Ich hab Riesbens gekriegt. Mit den Zombie-Händen, die haben 8-mal geschoben. Und es kam wieder diese komische Wild angeflogen, dieses Mal 2 angeflogen. Und immer wenn ich das sehe, weiß ich, krieg kein Geld. Ja, jetzt bin ich auf die nächste Reise. Vom Hart ist weg, wenn ich jetzt wieder Beispiele kriege. Komme ich ins andere gelobte Land. Darf ich das so sagen als Deutscher? Gelobte Land? Ich weiß es nicht, dass hier vielleicht wieder irgendwelche Gender-Nazis unterwegs sind, die dann sagen, nee, das darfst du nicht sagen. Aber man muss es auch kriegen, ne? Oh ja, Doppelwald, ja. Ich weiß. Schön. Das mit den Zombie-Händen war schon übelst cool. Wie gesagt, 8-mal haben die Zombie-Hände gezogen. 8-mal haben sie dran gezogen. Ah, okay. Und bitte nicht weiter verraten, was für Beispiele kommen. Bitte nicht spoilern. Danke. Ja, ich bin erstaunt, sag mal. 4 Euro. Verdammt. Schlecht geschätzt, ich hab gedacht 4 Euro. Ich bekrüppel sich manchmal so nach oben, obwohl er es nicht so richtig mitkriegt irgendwie. Auch nicht zu Ende zu laufen, das ist Schwachsinn, weil es digital ist. Das heißt, der Dreh ist schon bekannt. Das Ding ist nicht analog. Deswegen kann ich zum Beispiel 2 jetzt hier durchdrücken. Was vollkommen egal ist. Das heißt, die Animation, sobald die erste Walze steht, ist das Endergebnis global bereits bekannt. Aber von mir aus kann ich es auch ganz zu Ende laufen lassen. Kannst du ganz Ende laufen lassen, wenn du möchtest.
nur ein Fließband. Ich krieg hier kein Geld, kein Bonus. Weiß man genau, ich krieg nichts. Da könnte eigentlich auch ein Mittelfinger lang fliegen. Hey, schön, guck mal, hochgekrüppelt schon wieder. Hab ich gedacht, das Game frisst mir das Geld. Vorteil ist natürlich, dass... Ja, stockt einen der Atem. Oder man kriegt die sogenannte Gambler-Schnappatmung. Komm schon. Schönes Hintergrundbild von dem Schloss, der Stadt. Scheint wohl am Abend aufgezeichnet worden zu sein. €6,66. Doch komm schon. Marino kauft der Server. Meldet euch keiner aus irgendwelchen jugoslawisch basierenden Ländern an. Das ist ja ekelhaft. Doch. Doch, scheint ja auch nicht zu kommen, ne? Über 60, sehr gut. Kuppelt sich da ein bisschen auf. Kuppelt sich ein bisschen, weiß ich nicht. Es ist sehr seltsam, das Spiel. Auf der einen Seite denkt man, zieht an über Zack und dann irgendwie kripselt sich das so ein bisschen nach oben. Jetzt zum Beispiel. Zack. F4,9. F4,90. Oh, das ist so irritierend, dass da keine 0 da steht. Das ist so irritierend. So in Arena patcht das mal. Oder schreibt diese Idioten hier an. Dass sie bitte noch eine Null heranzeigen haben. Achso und? Bitte? Und 2 statt 3? Ach komm schon. Bitte hab's noch. Bitte Geduld. 3,03 €. Ich weiß aber, witzig hoch, ey. What the fuck? Also, das ist einer der seltsamsten Romaten, die ich je gesehen habe. Da zieht sich was 20 Euro runter und dann dreht sich das so heimlich wieder hoch irgendwie. Wenn ich das mit dem Beiz immer sehe, da krieg ich. Weiß ich nicht. Kommt eigentlich die Bosch-Runde zu drücken.
Boah! Habt ihr das gesehen? Das ist mies. Ja! Und wir sind bei 66. Okay, dann los. Aphrodite, ach du Scheiße, denk uns jetzt. Ah, alles klar. Das war's, gefällt mir. Ach, die klingt als Wald. Ach, die steht komplett Durchschnitt, das ist aber sinnlos. Na, das bringt nicht so viel, muss ich sagen. Das ist einfach Freispiel mit den Katzen und Zombies besser. Das bringt ja gar nichts hier. Aber das ist ganz, also das muss ich sagen, ist nicht so gut. Das Freispiel. Das andere war besser. Ja, aus den Wald sind besser. Also das muss ich sagen, war nicht so gut. Es hat ein bisschen was gebracht, ja, aber das ist nicht so jetzt, wo ich sagen muss, das war jetzt der Burner. Also, es hat mich nicht so runtergerissen wie die Zombies, die an der rechten Seite der Wald so schön rangekratzt haben. Bis zu 8 Mal. Großartig. Und richtig gute Zombies. Achso, und? Ja, 8 Asch wieder hoch. Es gibt auch eine gute Bilanz in der Windbedingungen von dem komischen Lecorino. Ja, es heißt nicht Wunderin, es heißt Lecorino. Ja. Ja, es ist im Aussehen der Weizen besser. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Und dann wieder schön hochgeboostet. Ja, ja, das Hauptaugenmerk liegt hier auf das Wort geboostet. Ja. Ich krieg wieder kein Geld, ich krieg nichts, das ist kein Gewinn. Achtung! Ich habe noch nie bei diesen schwebend fliegenden Mistvieh was bekommen. Noch nie. Deswegen wundert mich überhaupt, warum es überhaupt drin ist in dem Spiel. Ganze Gruppe weiter, passiert nichts wie hier. Nichts. Momentan zieht es ein bisschen ab gerade. Wow, Entschuldigung, mein Fehler. Ah, Pause. Ich hätte aus den Sinken ganz im Auto gegeben, das wollte ich nicht. Und da zieht es ein bisschen ab gerade. Nicht gut. Echt gut. Ach. Ja, ist richtig. Tauchen diese ganzen Balls auf, dann passiert nichts. Ja, wenigstens etwas. Euro und 70 Cent. Nein, 17 Cent. Oh Mann. Okay, ich will also weiter das Spiel. Bis zum Tod. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, wie es durchgerauscht ist. Jawohl, ein bisschen was. Ja, Cent. Gut.
Das sieht cool aus. Dieses Gelenke geht mir so auf den Sack. Ich spiele Rangliste mit diesem Rechner, mit dieser Verbindung. Das funktioniert. Und der Rino macht mal was dagegen. Kann doch nicht sein. Wenn dieser Last nicht zurechtkommt. Sehr schlimm ist das hier. Typ war weg. Ah, in der Mitte viel. Jetzt zieht er ein bisschen ab. Das ist natürlich nicht so gut für uns. Ja, aber 28 Cent. Yeah! Was für ein Traum. Ich geh kaputt. 1,70 Euro. Wunderbar. Nur eine Fließbindmünze. Wir brauchen 3, ihr Affen. Ich wiederhole. 3. Geld nimmt ab. Das war jetzt ein bisschen kritisch. Da müssen wir wieder mal Ausgleich kommen. Wir nähern uns bald der kritischen Masse. 2,20 Euro. Jawohl, dieses schaukelt sich das wieder ein bisschen nach oben irgendwie. Na gut. Wieder drüber. 1 Euro. Ich krieg wieder kein Geld. Immer wenn das Vieh kommt, gibt es kein Geld. Nichts. Selbst eine Linie Zähne? Nein. Gibt es nicht. Warum machen wir? Och komm schon. Momentan auch keine Münzen. Schon besser. Meine Kette kratzt wie blöde. Ich kriege kein Geld. Achtung. Habt ihr gesehen? Wir nähern uns wieder der kritischen Marke von 50 Euro. Gewinne sind bald erforderlich. Immer diese Dreier behalten, da kommt hier hinten nichts. Deutsche Spins sind verboten. Na, geht doch. Ich schaue mich ein bisschen nach oben, ganz, ganz langsam. Das ist regelrecht das dahin gekrüpple. Ja, das kann man jetzt nicht beschreiben, tatsächlich. Das ist sowas hier ist wertvoll, ja. Nichts, ey. Weißt du, so viel Beils, das sind 4 Beilstiefel. Ja, dann kommt nichts. Dann kriegt man hier gar nichts. Ich hab's gesehen. Ich hab's doch schon gesehen, meine Freunde. Oh Mann. Da wird man doch zum Amokläufer, ey. Nur in Köln ist dafür prädestiniert für Amoklauf. In Köln. Keine andere Stadt. In Köln. Okay, jetzt sind wir unter 50, meine Freunde. Jetzt wird's gefährlich. Noch 100 Games remaining. Jetzt wird's gefährlich, meine Freunde. Wir sind jetzt wieder drüber.
Feuer und wieder hochgeschaukelt. Guckt euch das an. Berg und Tal hat nichts dagegen hier. Ich komme wohl aus Köln oder was? Ekelhaft. Soll ich mich einbilden, dass ich aus Köln komme oder was? Nee, ich komme nicht aus dieser Stadt. Ich war hätte zwischen Selbstmord und Köln. Glaubt mir, ich würde Selbstmord fehlen. Gibt's keine Gnade. Oh, jetzt geht's wieder abwärts, meine Freunde. Abwärts nach Köln. Jetzt sind wir drunter. Meine Freunde, wir sind wieder unter der 50-Euro-Marke. Sehr gefährlich jetzt. Und gutes Gefühl, wenn ich so weit unten bin. Oder der Einzahlungsmarke. Oh, komm schon. Wer solche Bilder erfindet. Erstmal wieder oben. Und wieder unten. Ei, hier sehr gut. Aussehen ist halt Funktion. Burning. Achso, wird geschlitzt. Jawoll. Da ist er, der Krieger. Ah, sehr gut. Wo steht 5 Euro? Okay, das nächste aber okay. Mal nichts. Nichts. Na komm schon. Gib mir ein bisschen was. Belohne mich hier nicht mit einer Wartezeit. Okay, 8 Euro, ja gut. Komm wieder zu hoch. Das gefällt mir. 7 Euro und 20 Cent, sehr gut. Wir sind wieder oben. Sehr schön. 1 Euro, exakt 1 Euro. Der Max. Einkaufswagen. Ah, ausdehnen, bringt leider nichts, Freund. Okay. Man kann damit arbeiten. Nächstes mit Wild. Das heißt mit Extra Wild, okay. Weiter geht's, meine Freunde. Wir sind da ein bisschen oben auf, also hat uns ein bisschen was gebracht. Ein Ertrag. Schönes Ding. Aber das meiste hat trotzdem das erste momentan gebracht mit den kriechenden Zombies. Hat uns 20 Euro gebracht. Es sind 5 Euro. Nee, oh, kein Big Win, weil 5 Cent gefehlt haben. Es haben 5 Cent gefehlt. Oh, scheiß geil. Oh, jetzt kommt natürlich die letzte Stage, die wir noch schaffen müssen, um zum Olymp aufgenommen zu werden. Kann ich jetzt schon sein? Nein. Natürlich sind wir hier weiterhin am Gambeln. Ja, hier in dem Casino Leckerino. Momentan ist es runter Rino tatsächlich, jetzt geht's wieder, kein Deckel Rino mehr, ja, weil jetzt kommen die Spins wieder ordentlich hier und nicht irgendwie, weiß ich nicht. Oh, viele Stiefel. Ja, Stiefeln. Diesmal leider nichts. Wir bewegen uns wieder langsam in den Untiefen des Geldes. Ja, aber es war erst noch Treibstoff, etwa für 120 Drehs haben wir etwa noch Treibstoff. Minimum 120 Drehs. Bis dahin müssten eigentlich an und für sich die Boni kommen. 120 Spiele, wenn wirklich nichts an Zwischengewinnen kommt. 300 Euro mit einem Euro Einsatz ist nicht viel. Ist nicht viel.
Ich habe 500 Euro gewonnen mit nur 50 Cent Einsatzmarken. 300 Euro wäre dann nur ein mittelmäßiger Gewinn, das ist nicht viel. Ja, klar wechselt das dann wieder zurück, aber wir werden dann versuchen, das Feature zu sehen. Und da nehmen wir mal eh ein anderes Game. Boah, komm schon. Aber ich hoffe, dass wir innerhalb der 100 Drehs, die wir jetzt noch vor uns haben, das Feature sehen können. Ob das dann noch kommt, innerhalb der 100 Drehs, was meint ihr? Schaffen wir es oder nicht? Sagt ja auch 100 Drehs Minimum Treibstoff. Das haben wir mindestens. Ich gebe nichts. Sieht aber ganz schön ab, Freunde. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich muss ein bisschen was wieder an Zwischengewinn mal bitte reinkommen. Das gefällt mir gar nicht gerade. Oh, komm schon, jetzt wird's aber Krebs. Das Spiel wird gerade sehr krebsig zu uns, Freunde. Zieht ab! Leute, ist das ein Problem. Ich wollte schon ein paar Gewinne dieser Art, die wir eben gerade gesehen haben. Wir sind momentan sehr, sehr, sehr tief in der Kacke. Das ist nicht gut. Warten wir auf Besserung. Einen sehr hohen Preis, das letzte Freispiel zu sehen. Das muss euch klar sein.
konzentrieren, dass einer von der Münze kommt und dann nichts weiter. Wie gesagt, ich glaube, wir werden das nicht erreichen. Es könnte der Untergang sein. Ich habe bald die Hälfte des Treibstoffs. Und. Nicht erreicht. Ich kriege nichts. Okay. Gut. Warum ist das so reingeschwebert? Kommt, kannst du gleich sparen. Du kannst auch einen Mittelfinger dran schrauben, dass so ein Mittelfinger reinschwebt auf Flügeln. So ein geflügelter Mittelfinger, das wäre doch mal ein Crit. Das wäre super. Ich gewinne gar nichts gerade. Das macht mir gerade sehr starke Sorgen. Noch 40 Drehs, dann ist der Treibstofftank verbraucht. Ich korrigiere. 50 Drehs, dann ist der Treibstofftank verbraucht. Nichts. Zu Stress. Das wird Krebs, Freunde. Noch 30 Drehs im Tank. Wenn es nicht irgendwas ist, gleich kommt, was uns rettet, dann haben wir ein ziemliches Problem. Tja, das versucht er anzusehen. Werden wir verlieren. Tja, meine Freunde. 20 Drehs noch. Dann ist da oben aus. Big win. Gut, 30 Drehs nochmal. Wir haben nochmal aufgemünzt. Das sind wir wieder auf 30 Treibstoffdrehs. Nichts. Eine Art Rettungsanker gerade. Nach dem letzten ist der Untergang. Das müssen wir auch nicht. Da hatten wir 100 Dresden, dann kommt sie einfach nicht.
Ja. Tja, meine Freunde. Es kommt mal attraktiv, da kommt nichts dahinter. Es kommt einfach zum Fick nichts dahinter. Tja. Meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war ein schöner Abend. Leider haben wir die Umsatzbedingungen dieser Art und Weise leider nicht erfüllt. So wie es aussieht, gehen wir gleich mit Schmackes drauf. Denn es kommt da, das wird zum letzten Gewinnspiel, das wir eigentlich sehen wollten. Wie wir es gerade hier sehen. Zwölf Drehs haben wir noch vor uns. Aber ich bezweifle sehr stark, dass noch irgendwas in der Art und Weise kommt. Ich kann mal Bonusstiefel, weil die aber am Ende nichts bringen. Ich gehe kaputt. Was ist da los? Will uns der Automat am krüppeligsten Welt nach am Leben erhalten? Ich denke eher nicht. Sind. Wir haben noch 8 Drehs vor uns. Noch 4 Drehs. Tja, meine Freunde, ich bedanke mich und das war's. Oh, wir haben noch 3 Drehs. Oh, weia. Ha! Das war's, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ahoi, ahoi.